Kurze Information, ich stehe gerade an der Hauptstraße, es könnte ein bisschen lauter sein im Hintergrund, also nicht erschrecken. Mi. Vom Draußenwald komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Alle über allen Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und als ich so strauchtel durch finsteren Tannen, rief es mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen verdammt geilen Tag. Ganz ehrlich, dieses Video hat kein wirkliches Thema. Es geht einfach darum, Fahrradfahren zu gehen und Spaß zu haben, weil ich glaube, darum geht es doch am Ende. Einfach Spaß zu haben an dem, was wir alle hier lieben. Darüber sieht es so aus, ich war am Mittwoch mit dem netten Leo Cast in Willingen unterwegs und bin dabei umgeknickt. Und ohne großes Mimimimimi jetzt zu machen, wir kennen das alle, umknicken, Fahrradfahren, tut halt einfach weh. Fertig. Da das Feedback in dem Video mit den Bremsen so geil war bezüglich der Halde Hoppenbruch, fahren wir heute dorthin. Und weil ihr mir so fleißig erklärt habt, dass ich keinen Tabletop mache, sondern einen Eurotop, üben wir heute Tabletops und Eurotops. Beziehungsweise eigentlich will ich üben, Tabletops zu lernen. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Idee, was das wirklich wird. Das wird alles jetzt ziemlich spontan werden. Ich habe einfach Bock, Fahrradfahren zu gehen. Und ich nehme euch jetzt mit. Umziehen, abfahren. Und zum Warmfahren fangen wir an mit der Jumpline. Und ich kann euch gar nicht sagen, warum, aber irgendwie macht es mir verdammt viel Spaß, mit dem E-Bike hier runter zu brettern, weil das Eigengewicht von dem Rad einfach verdammt viel Spaß macht und mir Sicherheit gibt. Oh, ich dachte, da steht einer. Und wenn ich mir jetzt so Gedanken drüber mache, dass die Halde Hoppenbruch einer der Orte war, wo ich überhaupt das allererste Mal so ein bisschen Bikepark-Feeling hatte. Und als ich damals die Hühnerleiter gesehen habe und mir gedacht habe, Marcel, da wirst du nicht drüber fahren, das ist absolut über dein Level, du willst einfach nur ein bisschen von A nach B fahren. Und es jetzt soweit ist, dass ich mir bei den Abfahrten jedes Mal gedacht habe, ach, da geht nochmal ein km/h mehr, ach, da geht nochmal ein km/h mehr, weil umso weiter man hier fliegt, umso butterweicher landet man eigentlich. Ach so, jetzt ist mir jetzt aufgefallen wieder, dass nach der Landung links davon noch ein weiterer Trail ist. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Eine Sache fällt mir leider Gottes die ganze Zeit auf und da möchte ich auch offen mit euch drüber sprechen. Und auch wenn mein Crash im Winterberg jetzt schon einige Monate in der Vergangenheit liegt, habe ich immer noch verdammt viel Respekt jetzt leider Gottes vor Anliegern. Was mich am meisten an der ganzen Situation einfach wirklich nervt, ist die Tatsache, dass ich, bevor ich mich auf die Nase gelegt hatte, eigentlich ein ziemlich gutes Niveau und Level aufgebaut hatte an Selbstvertrauen bezüglich schnell fahrenden Anliegern. Also haben wir an dieser Stelle ein zweites Projekt für diese Off-Season, neben den nassen Wurzelfahren definitiv auch zu schauen, dass ich wieder fix an Anlieger werde, weil da verliere ich einfach so viel Tempo. Und das Schlimme ist, ich bremse sogar permanent in dem Anlieger, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Was hat dir denn geholfen, schneller in Anliegern zu werden? Abgesehen von irgendeinem Training, weil da steht ja noch die Option mit meinem Buddy Jasper Jauch offen, dass er mit mir mal irgendwann da in nächster Zeit drüber schaut. Soll ich mir lieber einen Anlieger suchen und den immer und immer wieder fahren? Oder wie zum Beispiel jetzt diesen Trail, wo man relativ viele Anlieger hat, einfach runterballern so schnell wie möglich und dann wieder hoch und nochmal runterballern. Also, was meinst du dazu? Was wäre vielleicht der bessere Weg? Da war mal ein Step-Up. Okay. Halt, stopp, ganz kurz. Wenn dir das gefällt, was du siehst, dann klick doch mal auf Abonnieren und auf die Glocke. Das kostet dich nämlich gar nichts, hilft mir und diesem gesamten Projekt aber extrem. Darüber hinaus verpasst du keine der folgenden Videos mehr. Und wenn du richtig einen raushauen willst, dann gib mir mal einen Daumen nach oben und schreib mir mal einen Kommentar. Und jetzt geht's weiter. Wie der Zufall so will, war der liebe Kai auch vor Ort. Und da ich generell auf dieser Line die Problematik hatte, bis jetzt immer ein Ticken zu schnell zu sein, hat der liebe Kai sich bereit erklärt, mir das Tempo vorzugeben, wie schnell ich sein muss, um jetzt über diesen Double zu kommen. Weil als ich hier war bei dem Bremsenvideo, bin ich meistens viel zu weit gesprungen und habe alles geflattet. Das war jetzt nicht so schön. Und der Sprung mit der Landung, da viel zu weit zu kommen, das könnte echt auch doof enden. Deshalb, Kai, vielen Dank nochmal, dass du mir das Tempo vorausgegeben hast, damit ich dann nicht viel zu weit fliege. Und wenn ich schon einmal dabei bin, kann ich auch mir das von der Seele einfach reden. Ich habe selten jemanden so Sympathisches getroffen wie den Kai. Du bist einfach ein verdammt toller Mensch. Bleib so wie du bist, ich feiere es extrem. Luft. Bei der Abfahrt hast du keinen Bock mehr gehabt gerade.
Ganz kurz Werbung für euch. Mit dem Code MASSE24 bekommt ihr bei Fitstore24 10% und das selbst auf rabattierte Sachen. Das bedeutet, die haben gerade zum Beispiel einige Räder im Angebot und dann könnt ihr nochmal 10% drauf sparen. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache und das Geld könnte man lieber investieren für den nächsten Bikepacktrip. Schaut doch mal vorbei, weiter geht's. Zum Abschluss ging es noch einmal auf die Freeride, beziehungsweise in Richtung zum bekannten Bushcap, beziehungsweise zum Frankenstein oder wie dieser Sprung heißt. Ganz ehrlich, ich werde diese beiden Dinge heute nicht machen. Warum? Sie sind eigentlich absolut machbar, aber ich bin offen und ehrlich, ich fühle sie einfach nicht und möchte auch einfach das Risiko nicht eingehen, weil als ich heute wieder angekommen bin hier, war schon wieder der Krankenwagen da, weil sich da jemand auf die Nase gelegt hat. Das Ding ist safe, aber wenn man da einen Fehler macht, tut es richtig weh. Und Leute, ihr seht schon selbst, es ist heute ein relativ kurzes Video und es war mir auch total egal, dass ich nicht die legendären 8 Minuten geschafft habe, die man unbedingt braucht auf YouTube. Es ging mir einfach darum, Spaß zu haben, Fahrradfahren zu gehen und darum geht's doch. Also an dieser Stelle, Leute, habt Spaß und geht Radfahren. Allgemein sieht es ja so aus, dass die Season sich so langsam dem Ende neigt und die Bikeparks auch bald alle schließen werden. Und ich mache mir jetzt schon Gedanken, was wir noch so alles machen in nächster Zeit. Sekunde, da kommt ein Bus. Oder ein LKW. Wir werden noch das Video machen zum Suspension einstellen, also Fahrweg einstellen. Es wird wahrscheinlich relativ viel Dirt-Content kommen, weil es einfach Indoor ist. Aber dann müssen wir einfach mal schauen, was dann so jetzt alles kommt in nächster Zeit. Ich wollte euch nur darauf vorbereiten.